Hey, eins davon ist meins. Flipp deinen Arsch zurück ins Haus! Vater! Überrede ich dich später! Vater! Kannst du bitte mal, wieder packen? Was machst du dich gegen mich? Mit meiner Beine, Fleisch und Blut? Okay, Das nervt langsam, Jack! Ja, aber echt. Das ist nicht der Granatwerfer. Ich brauch den Granatwerfer doch jetzt. Ah, fuck. Ja, ich hab eh gespeichert, alles gut. Sollte man immer die Ruhe weg haben. Da rennt er ein bisschen. Weißt du was, ich pfeffer das hier noch mit rein. Oh, warte, nein. Nein. Das wollte ich nicht. Hoch. Wieder hoch. Wieder hoch. Ich habe das Gefühl, desto mehr man die kaputt macht, desto größer werden die, oder? Wo ist jetzt eigentlich wirklich der Kopf? Ich hoffe, also ich denke mal hier jetzt, oder? Warte, da braucht ein bisschen. Freundchen. Deine Augen schießen? Oder sind keine mehr? Doch, da hinten ist noch eins. Warte. Probier mal. Das machen wir einfach. Egal.
Granatenmunition finden, das sieht nicht gut aus. Halt still! Nein. Ich muss dir die Sachen aufbauen. Sag bloß, ich hätte hier die ganze Zeit rausgekommen. Ja, ich muss doch gegen den kämpfen, oder? Ja, es ist nicht so nervig wie bei Evil Within hier mit diesen Arena-Kämpfen. Die machen sogar irgendwie Spaß. So. Ach, Vater, ey. Ja, du gleich auch. Mann, zeig mir mal dein Äuglein. Nein, das kann ich nicht machen. Gehe ich nämlich einfach wieder hier hoch und dann weißt du mal, wie er das ist. Hab ich nicht. Ich bin ganz sehr motiviert. Das ist quasi genau unter ihm jetzt, oder? Ich würde ihr Vater sein. Ich will das Ganze nochmal von unten. Ja! Ja! Ich will ihn wieder zurück verwandeln! Das soll nicht so sein. Ich will ihn wieder zurückverwandeln irgendwie. Nein. Nicht drehen, Freundchen. So. Geil. Noch ein Auge. Schön matschig. Er windet sich vor Schmerz. Der Vater. Nee, das ist okay. Jetzt bin ich wieder mal aufregend. Ja, ich weiß, ich habe eine große Fresse, das mit dem Vater. Oh, das ist aber doof. Schab ich. Gesehen. Nein, ich glaube noch nicht. Ich glaube, da kommt noch was. Ethan, ich glaube, da kommt noch was. Oh, so, Ethan, hier lang. Wer ist da? Nutz das Serum an ihm. Du willst, dass ich ihn heile? Nichts über dich lieber. Das fühlt sich nach Total! Wie kann er jetzt wieder so gerade? Oh, geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns.
Toll. Nicht, dass es so ein Entscheidungsding war. Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Nein. Nee, Spiel, nein. Was? Nein! Aber sie hat mir die ganze Zeit geholfen. Ich meine, sie ist meine Frau und so und total verrückt, aber... Was soll das? Ich will das nicht. Okay, ich entscheide anhand der Oberteile. Ich glaube, dann nehme ich Mia. Ja, natürlich, jeder wird jetzt Mia heilen. Ich meine, wir suchen sie ja und... Kann man nicht beide retten? Ist doch voll scheiße jetzt. Das ist mir auch voll doof. Da trinke ich jetzt erstmal mein Glas Wasser. Wie in der einen Aufnahme die Leute gedacht haben, ich habe Wein getrunken, weil mit einer Zitrone drin. Es war einfach nur Wasser aus dem Weinglas. Also auch wenn ihr mir das jetzt übel nimmt, ich werde Mia heilen. Es tut mir einfach so leid für Zoe, weil sie hat mir ja geholfen. Aber Zoe habe ich jetzt noch nicht in dem Zustand gesehen, sondern nur Mia. Deswegen Mia. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Komm mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Natürlich emotional dann doch eher an Mia gerade. Wie geht's dir? Sagst du nichts? Eben hat Zoe auch dir geholfen. Mia? Würdest du bitte nicht so gucken? Ethan? Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Mia, ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Du hattest was damit zu tun, nicht wahr? Sieh doch, ich will nur die Wahrheit wissen. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Wie ist das nur hierher gelangt? Ist in Ordnung. Was zur Hölle war das? Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? War das das Richtige, dahin zu fahren? Mami. Hier lang. Wir spielen jetzt Mia. Fang besser an zu laufen. Wie? Errungenschaft freigeschaltet. Oh. Ethan? Was?
Wieso fang besser an zu laufen? Was soll das? Okay. Das ist ein großes Schiff. Halt, die Schiffe nun mal sind. Manchmal auch sehr groß. Sind wir jetzt Ethan? Das ist ja cool. Ach. Ethan? Ethan! Die Uhr war rot. Die Anzeichen auf der Uhr waren... Ey! Nein, Ethan, sie wird da. No. Seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. Ich bin ganz so. Ein Schiff. Superman Mia. Ja, ich habe Superman gesagt, nicht Superwoman. Alles gut. Ich muss nicht von allen andauernd eine Woman-Version geben. Ich muss noch eine Frau machen, damit die Frauen nicht angegriffen sind. Was machen? Es hat doch so ein bisschen was von Voodoo die ganze Zeit, ne? Okay, ich habe keine Waffe, das heißt, ich muss hier nicht kämpfen, sondern wenn, dann nur flüchten. Das ist halt mein Style zu spielen. Das finde ich sehr gut. Ich mag das sehr. Ich muss zum Wohnwagen. Da, ich muss meine Münzen noch einlösen. Kann ich das jetzt nicht mehr? Ist vorbei? Was? Was war das? Rückblenden? Aber warum kann ich die sehen? Boah, ich liebe solche Sachen so sehr. Ich bin neugierig, aber gleichzeitig auch schon wieder so super fasziniert. Monstrum! Ich habe mich gefragt, ob sich Leute gefragt haben, ob ich mich gerade frage, ob ich an Monstrum denke. Frage, was Deutsch? Ich nehme heute einfach schon viel zu lange auf. Das sind Menschen. Oh Gott. Überall dieses schwarze Zeug wie in Soma. Ein wirklich sehr gutes Spiel. Oh, ich hoffe, das Ding hier erwacht nicht zum Leben, so mit lauter Menschen dran. Wie in... Von dem Machen von Limbo. Jetzt habe ich das Spiel jetzt ja vergessen, wie das heißt. Ich hoffe nicht, dass wir so ein Vieh hier nochmal begegnen. Überall diese schmatzigen Geräusche. Da liegt ein einsamer Arbeiterhelm. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Das ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Sie hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt es hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Oh. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Okay. Gibt es irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Vielleicht gehörte das der Crew. Ja, wir können da raus. Da rein. Ich würde gerne trotzdem noch einmal gucken, ob ich hier durch kann. Nein, kann ich nicht. Okay, ich muss da durch. Die Karte habe ich nicht. Ah! Das ist herrlich. Das ist immer sehr schön, sowas. Ich glaube, die beiden werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Als Leichen, als Jumpscare, als irgendwas. Bereitet euch schon mal drauf vor. Denn das ist ein gern genutztes Element in Horrorspielen. Geil, lohnt sich doch immer in die ganzen Ecken zu gucken.
Wenn ich jetzt noch die Münzen kriege, dann kann ich doch auch nochmal zum Wohnwagen zurück und letztendlich dann zum Haus, oder? Nicht so geil, aber ich mach's mal. Dinge, die ich echt nicht machen würde. She is not my child. Crew Lister. Captain Ed Carlyle. Chefingenieur Paul Fitzgerald. Erster Offizier Giovanni Finetti. Zweiter Offizier Clark C. Walsh. Mechaniker Dwayne Chalmers. Kommunikationstechniker Jim Stockman. Arzt Gerald Waddell. Bei solchen Sachen, ich habe Resident Evil 1 bis 3 gespielt, ne? Also älteren Teile, aber das ist so, so ewig lange her. Und wie gesagt, ich bin ein riesen Silent Hill-Fan, aber vom ersten Teil, auch wenn ich den vor kurzem gespielt habe, kenne ich auch nicht alle Namen in den Dokumenten. Und allgemein, ich frage mich gerade, ob hier auch Easter Eggs sind und die werde ich sicherlich übersehen. Ich muss gerade, ich gucke gerade halt wegen den, also zweiter Offizier, da... Habe ich jetzt gerade überlegt, hä, ist das nicht ein Name, den man kennt, aber ich hoffe, hier gibt es noch, wenn es Easter Eggs gibt, eins, dass ich dann auch mal, wo ich sagen kann, hey, das ist doch aus Teil so und so. No. Sie ist nicht mein Kind, no. Wie ich den einfach schon sehe. Er muss sich vor etwas versteckt haben. Hat er eben was für mich? Nein, hat er nicht. Scheiße. Sie ist in mir, sie ist in jedem. Sie war auch in Mia, aber Mia hat doch ein Gegengift und eine Dusche hier. Schon hart geil. Alles, ich finde es euch, es macht so Spaß einfach. Dead by Daylight, nein. By Drink, ne, German, warte mal. Takin WTR, was? Is? Meh. Gab ja so ein Kind, wahrscheinlich die Tapsefüße, die wir gehört haben. Und das Kind vergibt wahrscheinlich auch die Gabe. Und wahrscheinlich heißt das Kind auch Evelyn. So viel wissen wir ja. LNG-Tanker Annabelle, gebaut 1987, Tragfähigkeit 71.000 DWT, Länge 289 Meter. Würde ich gerne umdrehen, aber sie macht es nicht. Es sieht einfach nur so. Oh, es sieht so cool aus. Beruhig dich, Kleines. Beruhig dich. Erinnerst du dich? Was? Was bist du? Aber warte mal, wir sind das nicht, oder? Also wir? Also so eine Ähnlichkeit ist ja jetzt schon vorhanden. Oh, die arme Zoe. Ob wir die wohl noch so als Gegner haben werden? Und wenn es Zoe wäre, wäre es dann Mia?
Das Lachen hat mir nicht gefallen. Fand ich nicht sehr sympathisch. Leitern in den Spielen sind immer so. Verdammt nochmal. Was ist denn mit ihm? Kleine Alma ist das. Ah. Oh. Du hast gesagt, wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast's gesagt! Warte! Ich habe das Warten satt. Meint sie da wirklich mich? Yay! Oh, scheiße, das heißt, wir müssen gleich auch irgendwann kämpfen. Was war das? Munition. Oh, scheiße, ich muss Ethan finden. Der hat meine Sachen. Ja. Ich hab keine Waffe, du Arsch! Hallo? Hä, was soll das denn jetzt? Das ist ja lustig. Darf ich erstmal die Waffe finden, verdammt nochmal?